Hallo, herzlich willkommen zu endlich mal einem neuen Vlog. Oh, ups. Nach dem Urlaub, also wieder ein normaler Wochenvlog. Heute ist Dienstag, mein zweiter Arbeitstag. Keine Ahnung, wie viel heute ist. Ende Mai auf jeden Fall. Ende April. Gott, schon voll durch heute. Oh, es war heute stressig auf der Arbeit. Es geht ja jetzt langsam darauf zu, dass ich meine Prüfung habe. Und ja. Die habe ich jetzt auch bald. Ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Und auf der Arbeit ist jetzt auch Stress, weil ich werde ja übernommen und soll. Jetzt wurde es halt alles geklärt. Es hat bei uns einer gekündigt und ich habe jetzt 3 Tage Zeit, dass die mir das so ein bisschen zeigt. Ich kann natürlich da jetzt nicht alles lernen von der, das ist klar. Weil auch noch eine andere was von der gesagt kriegen muss. Und das meiste habe ich halt heute gesagt bekommen und ich bin dementsprechend fertig, ne? So viel zu merken, ich kann ja danach nicht mehr nachfragen, ist die Sache. Das heißt, ja, ist halt ein bisschen doof, dass die jetzt einfach aufhört. Auf jeden Fall kriege ich den Bereich Marketing. Ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich sowas kriegen soll. Marketing wird es werden. Und ja, das muss ich jetzt schon ein bisschen machen. Ja, ist halt gerade ein bisschen viel, ne? Lerndruck, sage ich mal, jetzt schon direkt. Marketing, was ich jetzt schon machen soll, das ist, ja, ich bin froh, wenn dann wenigstens die Prüfung vorbei ist, wenn ich mich dann auf die eine Sache konzentrieren kann und nicht noch mit Hintergedanken halt in der Prüfung stecke. Ja, und dann natürlich noch also meine Wohnung. Ich habe jetzt schon die Grundbucheintragung bezahlt. Das heißt, ich glaube, diese Woche vielleicht noch kriege ich Post, dass ich den Betrag bezahle und dann wird im Mai die Wohnung mir gehören. Dann sage ich mal, im September spätestens fange ich dann an zu renovieren. Und ja, das wird jetzt alles, glaube ich, ziemlich schnell gehen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass, wenn sie dann schon mal mir gehört, die Wohnung, und ich die Mieteinnahmen kriege, das wäre natürlich schon mal cool. Deswegen habe ich wahrscheinlich diese Woche noch einen Termin bei der Bank, das muss ich nochmal unterschreiben und dann kriege ich direkt das ganze Geld überwiesen. Dann kann ich auch schon weiter gucken. Ich habe mir jetzt eine Kommode schon gekauft. Alles mögliche, Telefon, Wasserkocher, so Krimskrams, ein Bügelbrett, Bügeleisen, den Wischstaubsauger habe ich ja noch. Jetzt gerade heute kam ein neues Hundebett für meinen Hund an. Dann habe ich noch einen Kratzbaum bestellt, weil ich mir eine Katze hole. So ein richtig cooler, der sieht echt geil aus. Ihr werdet das alles sehen. Ja, alles mit Mal halt, wie gerade das Geld passt, kaufe ich mir jetzt halt Möbel und all so ein Kram. Ja. Es geht auf jeden Fall voran und jedes Mal, wenn ich ein neues Teil bestelle für die Wohnung, dann freue ich mich umso mehr. Ja, ich bin schon echt gespannt, wie es nachher aussehen wird. Aber dieses Hundebett war schon so schön und so weich. Ich glaube, mein Hund wird sich sehr darüber freuen, darin schlafen zu können. Ja, muss er sich vielleicht eventuell dann mal mit der Katze teilen, wenn die so da rein will. Naja, ich labere euch nicht weiter zu. Für heute war es das wahrscheinlich mit dem Vloggen. Ich wollte nur heute einfach mal anfangen, ein bisschen schon mal was labern. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt diese Woche vloggen werde. Am Wochenende denke ich mal ein bisschen mehr. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade von meinem Papa zurück. Hab gerade schon ein Paket hochgebracht, was nicht so schwer war. Aber jetzt erwartet mich noch dieses Ding. Und das habe ich gerade mal so die Stufen da hochbekommen. Und ich muss nach ganz oben in das Zimmer vor, also das alte Zimmer von meinem Bruder bringen. Und es wiegt sehr viel. Das ist. Ja, okay, jetzt ist das falsch rum. Ja, wenn ihr jetzt umdenkt, ein Kratzbaum. Ein sehr schwerer Kratzbaum, weil der, glaube ich, auch, der ist qualitativ ganz gut. Das ist nicht so ein Billigding. Es war auch echt teuer. Aber es sieht halt echt cool aus mit der Röhre, finde ich. Es sieht auch schön aus für die Katzen. Also eine Katze werde ich ja dann später haben. Und ja, sieht ganz cool aus. Freue ich mich schon drauf, wird gut in meine Wohnung passen. Weil es auch schön grau und weiß ist, so wie meine Wohnung sein wird. Und ja, den muss ich jetzt erstmal hochtransportieren. Ich gucke gerade, ob da irgendwo ein Gewicht dran steht, sehe ich jetzt nicht. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen, es ist verdammt schwer. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute erst am Freitag wieder. Ich bin schlecht. Ist ungewohnt wieder zu vloggen, weil ich hier eine kurze Pause hatte. Ich wollte auch noch mal anmerken, dass auf meinem Hauptkanal jetzt keine richtigen Videos mehr kommen. Im Moment, weil jetzt gerade Prüfung jetzt in einer Woche. Das mit der Wohnung gerade alles ist sonst ein bisschen viel. Dann mache ich kurz eine kurze Pause. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte was gehört, aber ich bin allein hier. Das ist gerade echt gruselig. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt gleich an, Christine. Und ja, dann gehen wir feiern. Wir gehen heute ins Alando. Und dann ist ja auch schon langes Wochenende.
1. Mai. Freue mich schon sehr drauf. Ist, glaube ich, das Beste so im Jahr. Also 1. Mai ist immer das Beste. Und ja, freue ich mich drauf. Es soll regnen. Also wundert euch nicht, hier wird geputzt. Es soll regnen, aber das glaube ich noch nicht. Erst wenn ich sehe, weil ich hatte bis jetzt jedes Mal 1. Mai Sonnenbrand. Also das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Letztes Mal sogar ein Sonnenstich, also ja. Ja, genau, jetzt gleich kommt an, Christine, da werde ich euch leider wieder nicht mitnehmen können, weil es ist blöd, ich filme ja nicht immer an, das wäre irgendwie scheiße. Ich wollte euch das nur sagen, morgen passiert auch nichts Spannendes, Sonntag ist Mädelsabend, da kann ich vielleicht ein bisschen was filmen, muss ich mal gucken. Ja, ansonsten, ich habe jetzt meinen Arbeitsvertrag bekommen, den muss ich jetzt noch unterschreiben, nächste Woche wieder abgeben. Läuft, aber ich hatte heute auch noch einen Banktermin. Musste ich erstmal meinen Vertrag dann nochmal, diesen Vertrag für den Kredit halt, für das Darlehen unterschreiben. Habe ich gemacht und jetzt läuft das hoffentlich alles, geht seine Wege so. Also ich hoffe, das klappt jetzt alles bald und dass ich relativ bald den Kaufvertrag endlich bezahlen kann. Also dass ich das, ja, die 50.000 bald überweisen kann. Das wäre sehr cool, weil dann gehört es endlich mir und das wäre schön. Hallo ihr Lieben, es ist 10:30. Und ja, gestern war eigentlich ganz gut. War jetzt nicht übelmäßig lange da und ich war jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht so viel getrunken. Aber es war dennoch super gut. Und ja, das wollte ich gerade noch kurz erzählen. Ich saß kurz auf dem Tisch, also auch nicht auf dem Tisch, sondern am Tisch. Und auf einmal kam da jemand lang. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie. Die hatte hinten so diese Zöpfe, diese, sind das von Kardashian? Ich weiß es nicht, diese Zöpfe halt, ne, diese Braids. Und dunkles Haar und dann so ein Kleid an, Turnschuhe, ne. Und dann dachte ich, die kommt mir super bekannt vor. Die sieht aus wie eine YouTuberin, dachte ich. Und dann habe ich näher hingeschaut und es war hundertprozentig eine YouTuberin. Und zwar damals hieß sie ja You Should Always Feel, also Laura. Und jetzt heißt sie ja... Ich bin mir nicht sicher, sie hat den Namen vor kurzem geändert. Also die Schwester von Ilona, die ja jetzt Ilona Nurov heißt, davon die Schwester. Ja, und ich war mir dann relativ sicher, weil ich mir auch sicher bin, dass die bei mir in der Nähe wohnt. Ich weiß auch ungefähr, glaube ich, wo die wohnt. Also nur so vom Stadtteil oder ja, von der Stadt her weiß ich, wo die wohnt ungefähr. Deswegen konnte das gut sein. Es war jetzt nicht unmöglich, dass ich die verwechselt habe, weil ich war mir, wie gesagt, recht sicher, dass die hier auch in der Nähe wohnt. Und ja, dann habe ich die gesehen und dann war sie auf einmal weg. Ich dachte mir, ich weiß bestimmt auch, wo sie hingegangen ist. Ich denke eher in Black Room, dass sie das eher hört. Ja, ich bin da nicht hinterher. Aber war auf jeden Fall ganz cool, die mal zu sehen. Habe ich ja noch nicht. Habe ja bis jetzt nur Ilona gesehen gehabt auf der Glossycon. Und sie halt noch nicht. Und jetzt habe ich sie da gesehen. Aber ich wusste erst nicht, soll ich sie ansprechen, ob wir ein Bild machen können. Aber ich habe es dann erstmal gelassen. Und wie gesagt, ich habe sie dann nachher auch nicht nochmal gesucht, aber es war sie, vielleicht sehe ich sie da jetzt auch öfter und ja, war ganz cool. Das wollte ich nur kurz erzählen. Jetzt geht es los nach Lienen, denn dort haben wir einen Werksverkauf von unserer Firma und ja, da wollte ich mal gucken ein bisschen, ob ich da irgendwie was Interessantes finde, weil das da auch Laminat gibt. Nicht viel Auswahl, aber ich wollte da auf jeden Fall mal schauen. So, hallo, heute ist schon wieder Sonntag, also der 30. April. Morgen ist 1. Mai. Gleich kommen die Mädels, also Juliane und Ann-Christine, die pennen heute bei mir, weil es ja dann morgen früh recht schnell losgeht. Ich habe eben schon den Bollerwagen fertig gemacht, das war nicht so schön. Der stand bei uns im Schuppen, der Bollerwagen, und ja, da lagen nur noch Decken eigentlich drin, die ich heute mitgenommen hatte, die waren voll zerfleddert. Also dachte ich erst von der Maus. Also kann auch trotzdem von der Maus sein, weil wir hatten da schon mal eine. Und dann waren da drunter so Maden und ich habe keine Ahnung einfach warum, weil da war sonst nichts, ne? Und ich konnte das nicht. Meine Mutter musste die Decken wegschmeißen und ja, dann habe ich den Bollerwagen nur schnell auf den Rasen gefahren, das weggespült alles, weil das war echt eklig. Aber gut, das ist erledigt. Der trocknet jetzt gerade draußen. Und ja, morgen geht's los. Ich freue mich schon riesig. Und gleich, die Mädels kommen, ja, hatte ich ja gesagt, weil die bei mir pennen. Und dann fahren wir gleich essen. Und zwar zu Ichiban. Oh, endlich wieder schön Sushi. Und, oh, lecker. Ich freue mich schon. Ja. Hab mich jetzt gerade so ein bisschen fertig gemacht. Meine Haare, ich hoffe, man sieht nicht, dass die übelst eklig sind. Es geht, glaube ich. Ich habe heute den ganzen Tag eigentlich fast Trockenshampoo drauf gehabt.
und jetzt mir einen Zopf gemacht, weil nachher, wenn wir nach Hause kommen, gehe ich dann baden, damit meine Haare morgen früh fresh sind und ich das nicht morgen früh machen muss, weil sonst dauert mir das zu lange. Weil ich glaube, wir gehen, also die anderen, Tabea und Victoria, kommen um 8:45 und um 8:30, halb 10 wollen wir dann los mit dem Bollerwagen. Und ja, deswegen, die anderen wollen ja auch noch duschen, deswegen dann müsste ich, keine Ahnung, wann aufstehen, habe ich keinen Bock drauf. Und ja, ich habe in den letzten Tagen so schlecht gevloggt, aber ich dachte, komm, ich habe erst gedacht, schmeiße den Vlog, sag ich mal, weg und vlog's nächste Woche neu, aber nein, ich mache weiter. Habe ich mir jetzt gedacht, ich wollte euch auch noch gerade ein paar Sachen zeigen. Sekunde. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass ich, aua, gestern in Lienen war für Laminat. Und da habe ich dieses hier jetzt mitgekriegt. Wie gesagt, ich habe das mitgekriegt, weil ich arbeite da ja im Grunde. Und dann durfte ich da mal eins mitnehmen, damit ich mir das halt angucken kann. So sieht es aus. Ich wollte so ein bisschen was Dunkleres. Das ist jetzt gar nicht so dunkel, aber das gefällt mir ganz gut, kann ich mir gut vorstellen. Ja, muss ich mal noch überlegen. Aber doch, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das wird. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich euch schon alles gezeigt habe, was ich hier oben so habe. Ich wollte euch mal ein paar Sachen zeigen. Hier steht mein Bügelbrett. Habe ich von Ikea. Sieht, finde ich, ganz schön aus, weil ich finde immer diese Bezüge so hässlich. Aber das geht ja jetzt noch und ist halt grau. Es passt dann ganz gut. Dann kam hier, das hier habe ich einmal von DM zugeschickt bekommen. Ein Spielzeug für meinen Hund, was quietscht. Ja, bleibt auch erstmal hier, bis ich dann umziehe und dann wird es da, kann das da dann in Benutzung nehmen. Na, dann habe ich mir hier noch ein neues Hundebett gekauft, auch schön grau. Ich will das jetzt nicht alles rausholen, aber ja. Hier sind die Sitzkissen für meine Bank. Also ich habe ja so eine Tischgruppe, Essgruppe, sag ich mal. Und da kommen diese Kissen drauf. Ich habe jetzt extra, das passt super gut zum Hundedings. Das hat genau die gleiche Farbe. Perfekt, ich wusste das nicht. Es gab da auch so, sag ich mal, so Lederimitat, aber das war mir zu gefährlich, weil ich will ja eine Katze dann haben. Und wenn ihr mit den Krallen drauf ist, dann ist das direkt hin. Ja, da das Bild, das werde ich euch wann anders noch zeigen. Mein Wischstaubsauger. Hier unten ist der Kratzbaum schon. Der war mega teuer, aber sieht richtig, richtig cool aus. Hatte ich euch ja gezeigt. Also jedenfalls, als ich ihn hochgetragen habe. Hier sind so ein paar IKEA-Sachen drin, schon so ein bisschen Deko. Keine Ahnung, alles Mögliche. Da hinten ein Badezimmermülleimer, das Bild, was ich aus der USA gekauft habe, und da hinten so zwei Yankee Candles. Ja. Also, ich war schon fleißig, ich habe schon ein bisschen gekauft. Hier mein Telefon habe ich schon gekauft. Zu dem Bügelbrett auch noch ein Bügeleisen. Und das finde ich sehr cool, gibt es bei Edeka. Und zwar Glaswasserkocher. Der sieht, finde ich, richtig edel aus, weil, wie gesagt, er ist aus Glas. Und dann leuchtet er da so bei verschiedenen Gradzahlen, leuchtet er verschieden und das fand ich ganz cool. Ja, musste ich unbedingt haben, natürlich. Ja, das sind so die Sachen, die ich bis jetzt habe. Es ist noch eine Sache unterwegs und zwar eine Kommode, die ich bei Otto bestellt habe. Die ist auch, finde ich, sehr schön. Die ist halt auch grau-weiß, so ein bisschen graue Betonoptik. Freue ich mich schon riesig, wenn die kommen wird. Also, ja, was soll ich damit dann machen? Ne? Dann steht sie auch erst rum, aber. Ich denke mal, nächste oder übernächste Woche wird mir dann die Wohnung gehören. Und ja. Gut, dann kann ich immer noch nichts machen, weil dann ist noch der Mieter drin. Aber dann weiß man, es geht langsam voran. Also ja, bin gespannt. Und ich habe ja auch nächste Woche meine Prüfung. Und ich habe echt Schiss. Also, ich war ja für Bildungswoche. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht. Nee, habt ihr nicht gesehen. Ich habe das noch gehabt, da gar nicht gevloggt. Ich war für Bildungswoche. Und davor hatte ich so Panik, weil ich eine Prüfung gemacht hatte, simuliert habe, sag ich mal, und die konnte ich einfach so null. Ne? Ich war kurz vorm Durchdrehen, habe fast geheult, ich war richtig fertig. Und dann war ich bei Bildungswoche und dann haben wir ständig irgendwelche Prüfungen gemacht und die gingen dann ganz gut. Also jetzt bin ich wieder ein bisschen runtergekommen. Aber ich habe trotzdem Schiss, dass ich es nicht schaffe, weil das wäre echt scheiße. Aber naja, ist halt dann so, ne? Wir werden es sehen, eine Woche ist noch hin. Ah ja, und auf der Bildungswoche, da haben wir Lasertag gespielt. Und es war so geil. Es war so geil. Also Lasertag ist so mega cool. Will ich demnächst auf jeden Fall wieder spielen. Es gibt es ja auch in Osnabrück, soweit ich weiß. Und dann mache ich das nochmal, weil es ist so cool. Es ist einfach so cool. Und ich war ziemlich gut. Also muss ich auch mal dazu erwähnen. Das erste Mal. Und ich war, hab's auf so eine. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Wenn, dann tut es mir leid, dass ich es schon wieder erzähle. Da habe ich es auf so einen Bildschirm geschafft direkt. Beste Genauigkeit oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, mehr habe ich gerade nicht zu erzählen.
Ich nehme euch gleich mit zum Essen, damit ich euch nicht immer zulaber in diesem Vlog und euch mal mitnehme, weil ich vergesse das immer. Ich vergesse immer, die Kamera mitzunehmen. Das passiert mir diesmal nicht. Ich werde sie jetzt gleich in meine Handtasche stecken, dass ich euch mal ein bisschen was zeigen kann. Bis dann. So, es ist inzwischen der 2. Mai, also heute habe ich ja frei, weil ich ja gestern unterwegs war. Und ja, war richtig cool gestern, also hat schon Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, von 19 Uhr dann bis 5:30 geschlafen. Und dann habe ich gedacht, es ist noch so früh, ich lege mich nochmal wieder hin. Und habe dann nochmal so bis 9 geschlafen, also ich habe sehr viel geschlafen. Dann war ich gerade so ein bisschen organisatorischen Kram machen und auch zu DM und alles Mögliche. Habt ihr, glaube ich, kurz gesehen, dass ich im DM war. Da habe ich mir ein paar Sachen gekauft, die wollte ich kurz eben mal zeigen. Und zwar musste ich mal wieder Badesachen haben und die sind bei DM halt immer so mega günstig, die von Balea. Das hier hört sich richtig lecker an. Cremebad Himbeertraum mit traumhaften Schaum, bla bla bla. Da ist auch ein Pfirsich mit drauf und das hört sich schon mal sehr gut an. Dann habe ich mir das nochmal, also auch so eins gekauft und zwar hier Waikiki Coconut mit Kokosnuss, obwohl ich eigentlich gar kein Kokosnuss-Fan bin, aber ist ja auch egal. Dann brauchte ich ein neues Shampoo von Balea, da habe ich diesmal dieses hier genommen. Apfel and Lemongrass. Hörte sich irgendwie lecker an, ich habe auch noch nicht dran gerochen. Und zwei Schminkprodukte, und zwar einmal von Alverde, die haben wir jetzt recht viele neue Sachen. Da habe ich einmal den Highlighter hier mitgenommen, ich habe Gutes darüber gehört, ich bin sehr gespannt. Und von P2 ein Blush, mal wieder ein Blush. Und zwar aus der Cardi Vibes LE. Die Nummer 020 Barbie Doll. Und das sieht so aus. Es war halt wieder Verpackungsopfer. Ne? Das sieht halt so richtig süß aus. Und ja, war halt ein gebackenes Produkt. Da bin ich ja dann auch mal mehr hinterher, weil es meistens sehr schön auf der Haut aussieht. Genau, das haben wir jetzt gekauft und jetzt geht's erstmal mit den neuen Produkten in eine Wanne. Ich freue mich sehr. Ja, und dann muss ich hier gleich noch weiter aufräumen. Mal wieder. Hallo, es ist Freitag, der 5.5. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. Doch. Als erstes mal, ich habe mir gerade was richtig Cooles gekauft. Und zwar eine richtig, die ist richtig schwer. Diese Vase hier, die finde ich so schön. Die wird halt super bei mir reinpassen. Das ist halt so, ja, ihr seht's ja. Rosa-grau, perfekt, die habe ich eben gesehen. Wie gesagt, richtig schwer. Ja, freue ich mich schon richtig, wenn ich die in meine Wohnung stelle. Vielleicht ein paar schöne Blümchen dann rein. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, und jetzt gleich bin ich mit Jana verabredet. Und zwar geht es mal wieder Shishan, endlich. Ich habe richtig Bock drauf. Einfach mal so eine Shisha. Ein bisschen chillen, quatschen, weil morgen, ja, muss ich mal gucken. Morgen habe ich auch noch einiges zu tun. Muss ich noch Auto sauber machen von innen und außen. Was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas mehr. Hä? Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Aber ich hatte gestern eigentlich noch mehr vor und auf jeden Fall lernen. Weil ich habe ja noch dieses Wochenende zum Lernen. Ich habe jetzt auch bis zur Prüfung frei. Also Montag habe ich halt Urlaub. Und ja, dann sind die Prüfungen. Und heute habe ich erfahren, ich wollte die ganze Zeit am 14.06. meine mündliche Prüfung haben. Weil ich da Geburtstag habe. Alle verstehen zwar nicht, warum ich da meine mündliche Prüfung dann haben will, aber erstmal habe ich dann frei. Ich muss nur zur mündlichen Prüfung. Wie cool ist das bitte? Muss ich mir noch nicht mal frei nehmen an meinem Geburtstag. Dann habe ich meiner Prüfer, also meiner Lehrerin schon gesagt, von wegen, sie wissen, dass ich Geburtstag habe, oder? Vielleicht gibt es ein bisschen Geburtstagsbonus, man weiß es nicht. Und ja, dann muss ich halt kurz zur Arbeit, wenn ich es geschafft habe, dann dahin und dann muss ich nur einmal was ausgeben. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich es schaffe. Dann muss ich nur einmal was ausgeben für meinen Geburtstag und für Bestanden kann ich dann gleich zusammen ausgeben. Auch sehr praktisch. Und ja, das sind viele gute Dinge, finde ich. Und was gibt es Besseres für ein Geburtstagsgeschenk als eine endlich bestandene Ausbildung? Ja, finde ich ganz gut. Von daher freue ich mich sehr, dass ich das an meinem Geburtstag habe. Ich habe es mir so sehr gewünscht und jetzt ist es wirklich so, wurde mir halt heute schon gesagt und das finde ich halt sehr geil.
Ich bin gespannt. Lange ist es nicht mehr. Einen Monat noch bis zum Geburtstag, bis zur bestandenen Prüfung. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wie auf dem Bild eben. Ich hab's gehört, 5.5. oder so, ne? Kam das raus. Ist doch heute, ne? Alter, das hat schon 500.000 Dislikes. Hallo ihr Lieben, ich bin heute gerade, also gerade eben erst aufgestanden. Es ist, oh Gott, ich habe hier Dreck gemacht. Es ist heute Samstag, genau. Und jetzt war ich gerade als allererstes, bevor die Post dazu macht, bei Post. Denn da war ein Paket, was ich nämlich noch im Zoll bezahlen musste, deswegen musste ich da, glaube ich, hin. Und oh mein Gott. Ich kann jetzt endlich verstehen, warum habe ich so lange gewartet, um mir diese Lidschatten zu kaufen? Ich rede von Colourpop. Da habe ich mir jetzt ganz viele dieser Lidschatten gekauft, insgesamt für 50 Euro. Und ich weiß nicht, wie gut das in... Es kommt, glaube ich, rüber, oder? Also schon allein dieses Silber oder dieses Kupfer da hinten. Also was für eine krasse Pigmentierung ist das bitte? Alter! Also, wenn ihr schon mal drüber nachgedacht habt, euch da welche zu kaufen, ich kann es euch nur empfehlen. Die haben oft auch weltweit freien Versand. Da müsst ihr halt nur Zoll noch dazu bezahlen. Das war jetzt in meinem Fall halt 10 Euro. Und das lohnt sich mega. Ich habe auch getestet hier, ihr seht das, man kann es auch verblenden. Das ist auch kein Problem. Also wirklich jeder einzelne Lidschatten hat eine mega Bombenpigmentierung. Ich glaube, ich werde demnächst da sofort wieder bestellen. Ich brauche noch mehr Farben. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Also wollte ich euch nur kurz zeigen, weil ich gerade so begeistert bin.